Jo Leute, willkommen zurück zu Skyrim Anduril. Wir waren stehen geblieben und haben hier dieser Frau zugeguckt, wie die irgendwie in einen Streit geraten ist. Und ich würde mal sagen, wir sprechen jetzt einfach mal die Natalia an. Was war das eben? Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Habt ihr nicht irgendein Theaterstück zu verpassen, Oberstädter? Oh shit, ja, da merkt man schon, wir sind so ein bisschen auf Kollisionskurs. Vielleicht kann ich euch ja helfen. Helfen? Na, das wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, ihr habt einen Beutel mit 300 Groschen zu verschenken und zwei Bund Götterzunge am besten noch dazu. Wozu braucht ihr das Geld? Ihr seid wirklich hartnäckig, wisst ihr das? Aber na schön, was kann schon schaden? Der Vatyrensohn da drüben, Kaba Torval. Er ist der einzige Händler in der Unterstadt, der noch roten Windwurz hat. Aber weil er das weiß, verkauft er ihn für Preise, die selbst die Dünkel aus der Oberstadt schreiend aus dem Laden rennen lassen würden. Tja, und wenn die Apothekarii im Pesthaus nicht bald Nachschub bekommen, werden die Fleischmadenkranken dort beginnen zu sterben wie die Schmeißfliegen. Oh shit. Und wozu braucht ihr denn unbedingt jetzt diesen Windwurz? Ihr seid kein Alchemist, was? Roter Windwurz ist das Einzige, das helfen kann, die Fleischmaden aus den Körpern von Kranken zu kriegen. Das Problem ist, dass es Monde dauert, bis die Behandlung anfängt zu wirken. Und das kann sich zumindest hier unten nicht jeder leisten. Oh shit, okay. Ja, vielleicht könnte ich ja mal mit ihm reden. Vielleicht könntet ihr das, ja? Wir brauchen mindestens 10 Bündel, damit die Apothekare ihr etwas daraus brauen können. Aber ohne undankbar klingen zu wollen, erwartet nicht, dass ich euch für eure Hilfe irgendwas geben kann. Ja, warten wir mal ab. Na dann, viel Erfolg. Ich wollte das jetzt echt nicht umsonst machen, aber hey. Dann werden wir mal mit dem Typen hier reden. Hey, Freund. Na? Ihr verkauft also roten Finnwurz? Windwurz? Oh, beim Namen der Sonne. Nimmt das denn nie ein Ende? Sagt Natalia, dem Haus der Apothekarii oder wer auch immer euch geschickt hat, dass es bei dem Preis bleibt. Ich könnte mir den Wurz doch einfach nehmen. Wenn ihr wüsstet, wo ich ihn lagere, ja. Und wenn ihr eine Menge Ärger haben wollt. Hört her, ich weiß genau, was ihr denkt. Dieser skrupellose Bastard, wie gierig, wie böse und so weiter und so fort, aber so ist das nicht. Glaubt mir einfach. Was ist also? Wollt ihr etwas kaufen? Ansonsten lasst mich in Frieden. Boah, wie viel Geld habe ich denn? Ey, das kostet 300 Groschen. Für 10 rote Windwurz. Mache ich das jetzt oder nicht? Grabe ich mir damit ja jetzt irgendwie voll das Loch? Oder hilft mir das irgendwo bei? Na komm, mache ich einfach mal. Scheiß drauf. Mir wurde die Quest aufgebunden. Die wird schon. Wird mich schon mit irgendetwas belohnen können, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bezahle ich jetzt einfach 300 für so einen komischen Typen, den ich nicht kenne. Mal gucken. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hatte mit einer Predigt gerechnet. Hier, bitteschön. Und richtet Natalia schöne Grüße aus. Alter, ist das ein Arschloch, ey. Ganz ehrlich. Mit diesem und richtet Natalia schöne Grüße aus, ey, Alter. Der ist doch voll das Arschloch, ey. Natael, den Windwurz geben mir. Hier habt ihr die 10 Büschel Windwurz, die ihr wolltet. Nenn mich einen schwangeren Leoren, ihr meint es ernst. Woher? Vergesst es, ich frag besser nicht. Tausend Dank, Fremder. Ihr habt heute viele Menschenleben gerettet. Yay, und wir bekommen 2100 EP. Das war's. Ah, verdammt. Ja, okay. Mal gucken, ob ich den noch ansprechen kann. Nee. Danke nochmal für eure Hilfe. Ohne euch hätte die Unterstadt jetzt eine Menge. Ah, na gut. Da sind wir halt 300 Groschen quitt. Hey,
Dann werden wir einfach später noch ein bisschen verkaufen und dann werden wir irgendwie wieder auf unsere, weiß nicht, auf unsere 300 Groschen zurück. Also dann werde ich die irgendwie zurückbekommen, ey. Ah, verdammt, ey. Schade. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Naja, aber ja, kann man eben nicht wissen, ob die vielleicht irgendwie sowas hat. Also könnte ja sein, dass die irgendwas hat, was sie denkt, also die, ja, wie soll ich das sagen? Ich verspreche mich total. Ich dachte, vielleicht hätte die irgendwas in ihrem, weiß nicht, irgendwo versteckt oder sowas. Wobei die denkt, dass das richtig gut ist oder wobei sie halt denkt, dass es richtig schlecht ist. Aber in Wirklichkeit ist es richtig gut. So. Kann ich die Viecher eigentlich töten hier? Einfach ein Schlag mit der Faust reicht, ey. Nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hätte er vielleicht wirklich ge also hätte ja wirklich gewesen sein können, dass die irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas anscheinend Wertloses hat, mir das dann gegeben hätte oder sowas. Kann man ja nicht wissen. Na gut, werden wir mal zurücklaufen und erstmal die Nebenquest, die ich jetzt von diesem Juwelier. Nein, warte, was war das nochmal? Doch, das war ein Juwelier, oder? Ich habe mit so einem Typen geredet, wo wir, deswegen sollten wir ja eigentlich in die Unterstadt. Da sollten wir ja eigentlich mit der Schwester von diesem Juwelier reden. Und der erstmal sagen, hey, hey, Schwester, wo ist der Schlüssel? Den Schlüssel haben wir jetzt, stimmt. Wow! Alter! Warum ist hier einfach direkt ein Straßendieb? Warum direkt vor der... Alter! Bam, bam, so, komm hier, ey. Alter, was machst du denn hier auf einmal? In der Stadt einfach mal ein Straßendieb. Krasse Sache, ey. So, haben wir 4 Groschen zurück. Wie viel ist das Ganze hier wert eigentlich? Das ist ja nix, ey. Das ist ja nix. Als wäre der Straßendieb arm. Was ist hier alles? Irgendwie nix. Oh, cool. Hier haben wir ein... Oh, warte mal, hier liegt doch Geld. Hä? Wieso bekomme ich nichts? Komisch. Eigentlich wird ja oben links angezeigt, wie viel man bekommen hat. Wo muss ich hier eigentlich hin? Hier lang? Sag mal, wo bin ich? Ey, sag mal. Glaube ich irgendwie gerade einen falschen Weg oder so? Bam. So. Ich glaube, ich laufe hier gerade irgendwie den falschen Weg oder sowas. So, zack, da wird er durchbohrt. Ich sag mal, hier bin ich doch vorher nicht lang gelaufen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das kann doch irgendwie nicht, oder? Ja, wie komme ich wieder nach oben? Boah. Boah. Ein kleiner Nieserchen. Hey, das ist irgendwie komisch. Ich frage mich echt, wo wir jetzt auskommen. Also ich bin da 100%, oder? Also ich bin mir zu 70% sicher, dass ich nicht in... Obwohl, nein, sogar mehr. Ich bin mir sogar zu 90% sicher, dass ich nicht da lange nach unten gelaufen bin. Vielleicht sogar mehr. Also ich werde hier garantiert irgendwo anders auskommen. Aber ich frage mich echt, was der Juwelier jetzt mit dem Schlüssel macht. Da war ja irgendwie ein Vermächtnis vom Vater. Eigentlich voll arschig, dass wir uns den Schlüssel einfach erkämpft haben und dieses eine Mädchen da jetzt in der Unterstadt krepiert, weil die kein Geld mehr hat. Oh. Okay, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, willkommen zurück. Also, keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ich musste diese kurze Passage hier nochmal spielen und habe gesehen, ich habe hier eine Truhe übersehen. Mit einer Axt und Quecksilbererz drin. Ah, okay, ich dachte, hier wäre mehr drin. Verdammt. Obwohl, oh, hier haben wir noch ein Zauberbuch. Krasse Sache. Die Pfeile kann ich nicht mitnehmen. Okay. Na gut, okay. Haben wir noch ein Zauberbuch und, ne. Silbererz mitgenommen. Ne, Quecksilbererz. Ja, Quecksilbererz. Mal gucken, wie das jetzt hier vorangeht. Ich hoffe, der lädt jetzt. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich weiß es echt nicht, wieso der da irgendwie gecrashed ist. Irgendwelche Dateien konnte er nicht lesen oder sowas. Ich weiß es nicht. Er hat mir da total viele Dateien angezeigt.
Aber so richtig sagen, was da jetzt kaputt war, konnte mir irgendwie nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt scheint es irgendwie zu funktionieren. Zumindest lädt er. Also, sieht so aus. Ja, wie gesagt, also finde ich jetzt irgendwie komisch, dass wir die Schwester von diesem einen Typen so irgendwie vollkommen. Die Story haben wir ja vollkommen überhört. Weißt du, dass die irgendwie da allein gelassen wurde. Also der Juwelier meinte irgendwie, dass die Schwester irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, warum will der Juwelier eigentlich das Geld? Warum meint er, steht er das nicht zu? Hä? Von hier komme ich doch echt nicht. Oder? Keine Ahnung. Warum meint der Juwelier, dass es ihr nicht zusteht? Ah ja, ich bin mit dem Wegweiser direkt da in die Unterstadt gegangen. So war das. Ja, aber hier bei dem. Das ist irgendwie komisch. Auf jeden Fall erzählte die Schwester, ich glaube, das war ja die Schwester von dem Typen, dass sie da irgendwie allein gelassen wurde in dem Haus und da selbst irgendwie entkommen musste und der Typ sich einfach nur das komplette Geld genommen hat und dann weggerannt ist. Als sie da irgendwie, als deren Dorf irgendwie angegriffen wurde und. Ja, im Grunde genommen jeder getötet wurde, außer die beiden. So habe ich das verstanden. Aber irgendwie. Warum habe ich das jetzt getan? Also, warum gibt es mir irgendwie keine Möglichkeit, der Frau das Geld zu geben oder so? Das fände ich irgendwie gerechter. Ich meine, das ist ja ihre Hälfte. Und nach der Story, wie der da einfach weggerannt ist, würde ich eigentlich sogar das komplette Vermächtnis irgendwie der Schwester von dem Juwelier da geben. Richtig komisch, ey. Richtig komisch. Keine Ahnung, was ich davon jetzt halten soll. Aber mal sehen. Mal gucken, was wir mit dem Schlüssel machen. Vielleicht kann ich den. Ich glaube, wenn ich den behalten könnte, werde ich das, glaube ich, sogar Hallo. tun. Hallo. Aber ich speichere jetzt mal eben hier wenigstens quick. So. Also, wenn ich den Schlüssel. Hey, warum? Auf dem Radar guckt es irgendwie in eine andere Richtung. Die Tür. Ja, also wenn ich wirklich den Schlüssel behalten darf, obwohl dann weiß ich ja nicht wohin. Okay, wenn mir jetzt gezeigt wird, wozu der Schlüssel denn irgendwie, wo ich den einsetzen soll, dann glaube ich, behalte ich den. Also wenn, ah, verdammt, ich weiß aber nicht, ob die Story stimmt. Das ist immer so schwer abzuwägen. Stimmt die Story jetzt von der Schwester oder von dem Juwelier? Das ist jetzt so. Das ist jetzt so die Frage. Wem glaube ich mehr? Ich glaube der. Also ich glaube. Oh. Ich glaube, ich bin auf der Seite der Schwester. Kommt mir irgendwie. Ich weiß nicht, die sitzt da in diesem Rattenloch. Halb am Verrecken. Gibt das Geld nicht aus. Ach, der steht hier nicht nachts. Oh, wo. Was zur Hölle? Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Des. Okay, warte mal. Jetzt hat das eine komplett andere Wendung. Als ich ihm Hilbert den Schlüssel bringen wollte, fand ich dort, wo sein Karren stand, nur eine Blutspur. Könnte sie da dahinter stecken? Oh, vielleicht kann ich in ihrer Behausung Hinweise finden. Silas Behausung nach Hinweisen zu Milberts Verschwinden durchsuchen. Und wo ist jetzt ihre Behausung? War die in der Unterstadt oder was? Ja, sieht so aus. Okay, dann gehen wir da einfach mit dem Wegweiser nochmal hin. Mehr. Arg Eingang in der Unterstadt, okay. Oh, shit. Okay. Jetzt hat das eine komplette Wendung genommen. Jetzt glaube ich der Schwester wiederum nicht mehr. Oh, Alter, ey. Ey, Leute, das ist so cool. Ganz ehrlich, das ist so cool irgendwie. Mal gucken. Boah, wie die Unterstadt aussieht, ey. Wie so eine Geisterstadt, ey. Voll krass. Besonders jetzt so bei Nacht. Alles nur Einen so richtig. Groschen, Miser. Bitte nur einen. Alles schlecht beleuchtet. Ich werde mal eben kurz was essen. Also, ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwie gleich. Wo ist eigentlich unser Essen? Da. Eintopf.
Ja, nehmen wir mal einen Topf. Ja, guten Tag. Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Nee, du kriegst jetzt keinen Obolus. Ist hier das Haus? Nee, hier geht's zum Barackenplatz. Zum Glück wird uns ja gezeigt, wo das Haus ist. Ich hätte es nämlich nicht mehr gewusst, wo ich lang müsste. Ich glaube, das Haus hatten wir auch noch nie von ihr gesehen. Nur so eine komische Schenke, wo die drin war. Mal gucken, jetzt fragt sich natürlich, ob das Sila war. Aber wir haben die doch K.O. geschlagen. Also zumindest sah es so aus. Vielleicht war das natürlich auch so eine Tücke von ihr. Dass sie mich vollkommen verarscht hat, so getan hat, oh, Hilfe, ich armes Mädchen, bin schon besiegt. Und dann einfach sich den Sila schnappt und da, weiß nicht, umbringt. Geht weiter. Geht weiter, da ist wieder dieser eine, der mich weiterschickt. Boah, das wäre echt heftig, ey. Mal gucken. So, Unterstadt Marktplatz. Jetzt sind wir gleich da. Boah, das ist interessant. Das ist echt interessant. Muss ich mal so sagen. Schreitet wohl. Wow, okay. Guten Tag, was willst du denn hier? Ich bin neu in der Gegend. Wie ist die Lage in der Wildnis? Oder sag mal irgendwelche Tipps. Tipps? Seid einfach vorsichtig. Okay, und wie ist die Lage in der Wildnis? Fahrt besser nicht. Na je. Okay, der hat nicht wirklich viel zu sagen. Ich dachte irgendwie, das wäre ein wichtiger Charakter, weil der sich so vor mir gestellt hat. Aber hey. Es brennt. Hey, woher kommen denn diese Schreie? Was wollt ihr? Weiter. Keine Ahnung. Hier ist also ein Haus, oder ist das? Wohnbaracke. Ja. Hier scheint das Haus von der... Wow, warum sind hier... Warum ist ein Eierkäfer drin? Was, ich wusste, dass hier irgendwas kommt, ey. Alter, macht das viel Damage. Alter. Hab ich noch genug? Ja, aber wo ist... Ich habe nur Genesungstränke, aber noch keine... Scheiße. Ich habe nichts, um mich irgendwie... Ich nutze es einfach mal. Aber das bringt mir ja nichts. Das... Doch, das heilt mich. Krass. Das geht also dann... Komm jetzt. Boah. So. Volle Leben. Zack. Also im Kampf funktionieren anscheinend immer diese Heiltränke. So. Papier. Und, so. Okay, ich nehme das mal mit. Dann Bild. Das scheint Sila wohl wichtig gewesen sein. In Seeheim nach Hinweisen über Milbert suchen. Okay. Dann nehme ich nochmal eben hier so ein bisschen Essen mit. Wow, in dem Kürbis ist ein Kürbis. Krasse Sache. Durchsuchen Bücher? Was? Ein Buch neben den Büchern oder in den Büchern? Wow. Okay, das hat man schon gelesen. Da ist dieses Auge neben. Ist da sonst noch etwas? Ey, stellt euch mal vor, ihr müsst hier leben, ey. Ohne Fenster, ohne Toilette. Einzige, was ihr habt, ist ein Feuer. Das ist doch... Boah. Aber ja, so müssen manche leben. Das ist leider wahr. Das ist leider wahr. Man kann aber auch irgendwie leider nicht viel dagegen tun, ne? Aber nun gut. So. Dann würde ich sagen,
war es das jetzt erstmal mit dieser Folge. Finde ich ein bisschen doof, dass da mit drin dieser komische Patzer kam, dass da irgendwie das Spiel abgebrochen ist oder gecrashed ist ja im Grunde genommen. Finde ich irgendwie äußerst merkwürdig, aber nun gut. Ich würde sagen, das war es dann jetzt erstmal mit der Folge. Ich werde jetzt erstmal aus der Unterstadt rauslaufen. Hier kommen ja die ganze Zeit Ladescreens, das heißt, das ist jetzt nicht so wichtig, das jetzt hier zu sehen. Ich werde nur rauslaufen und dann, würde ich sagen, nächste Folge machen wir uns dann mal auf nach Seeheim. Mal gucken, was wir da zu finden haben. Also jetzt bin ich richtig gespannt. Ich wette... Ich kann eigentlich gar keine Vermutung aufstellen. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal durch die ganzen Ladebildschirme durchlaufen und dann sehen wir uns auf den Weg nach Seeheim. Na gut, bis zur nächsten Folge. Bis dann.